Hallo, willkommen im heutigen Video. Im heutigen Test stelle ich euch die Versus Original Karamell Popcorn Limited Edition mit Kernmix vor. Was bedeutet hier der Kernmix? Der Kernmix ist einmal eine Mischung aus Sonnenblumen und Kürbiskernen, die mit am Popcorn sind, mit einem Sahne-Karamell-Überzug. Klingt schon mal ziemlich geil und ja, in einer Packung sind 140 Gramm und ich habe dafür 1,99 Euro im Rewe bezahlt. Und das Ganze ist seit August diesen Jahres erhältlich, aber auch wie gesagt nur für kurze Zeit. Die Zutaten sehen wie folgt aus. Also wir haben hier Zucker, Sonnenblumenkerne, Mais, gehackte Kürbiskerne, Glukosesirup, Butterreinfett, also wieder mich, Sahne, kondensierte Süßmolke, Butter, Salz, Rohrzuckersirup, Sonnenblumenöl, Emulgator Lecithin und Aroma. Kann auch Haselnüsse, Mandeln, andere Nüsse und Weizen enthalten. Und wie ich gerade sehe, wird sogar noch eine Entschuldigung drauf geschrieben, dass eben nicht alle Maiskörner mal gepoppt sein können und dass eben diese sich auch in der Packung befinden können. Ja, ich finde, gerade im Oktober passt diese Edition und dann packe ich sie doch mal aus und zeige sie euch vom Nahen, bevor ich sie dann probiere. Also, jetzt habt ihr einmal das Karamellpopcorn vom Nahen. Hier seht ihr auch einen Kürbiskern und auch Sonnenblumenkerne. Und das Ganze ist auch super von Karamell überzogen. Und es riecht auch schon herrlich nach Karamell. Das war das Popcorn jetzt einmal vom Nahen. Und es riecht wirklich sehr lecker nach Karamell. Und sehr angenehm auch. Und ich finde auch die Ratio, also die Verteilung von den Blumenkernen und also von den Sonnenblumenkernen und Kürbiskernen, ist wirklich sehr gut auf den Popcorn-Stücken. Cheers. Sehr gut. Erstmal ein paar mehrere, weil aktuell schmecke ich jetzt nur erstmal das Karamell. Also jetzt habe ich auch ein bisschen von den Sonnenblumenkernen mitbekommen. Also wirklich so ganz leichte Note also am Ende. Also sonst ist es sehr schwer, das Ganze herauszuschmecken, dass hier noch ein Kürbiskernmix und ein Sonnenblumenmix dabei ist. Also das Karamell bei dem Popcorn übertüncht schon sehr. Bietet auch einfach nur einen extra Crunch, würde ich behaupten. Alles hält auch sehr gut hier durch das Karamell am Popcorn fest. So, dass ich das wirklich sehr lecker finde zum Crunchen. Und ist auch sehr gefährlich, dass man die Tüte nicht gleich auf dem ganzen Haps reinhaut. Deswegen schmeckt mir das Ganze wirklich sehr gut. Dem würde ich 8 von 10 Punkten geben. Ja, ist lecker, wirklich gut. Ich mag den extra Crunch, der durch die Kerne dazukommt und kann man durchaus mal essen. Ja, das war mein heutiges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir was in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns bis bald beim Schmackofatz. Ja, das bin ich. Da sie nicht kontrollieren können, ob hier auch aufgepoppte oder nicht aufgepoppte Popcorn-Körner dabei sind. Das ist Mais. Oh Gott. Jetzt ein Kack, ja. Macht man das bei Popcorn jetzt auch? Ja, also ich habe mich jetzt schon mehrere Male weiter durchprobiert und mein Schatten, oh Gott. Wirklich die Kerne, die Blumenkerne. Warum sage ich mal Blumenkerne? Ich habe eigentlich eine zweite Studioleuchte, allerdings weiß ich nicht, wie man das wirklich bedient. Ich lerne das noch, ne? Ich lerne das.